geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute, ihr seht es mal wieder von unserem Landhofprojekt in einer Dauerschleife. Mensch, unglaublich. 36. Folge. Ich hab's auf dem Schirm, Freunde. 36. Folge bereits. So, ein bisschen anheben. Ausheben ist, glaube ich, eher der richtige Fachjargon. Wir sind heute unterwegs und machen hier vollends das ganze Ding. Komm, ich versuche mal, das hier reinzunehmen. Unser Klee in das Schwarz zu legen, damit wir das in die Heutrocknung, in die Kleetrocknung, Klee-Heutrocknung reinpacken können. Nimmt er die komplette Breite? Passt das? Nicht ganz, ne? Ja, ist nicht so schlimm. So. Ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Oh nein! Ich habe da wieder was standen lassen. Das ist einfach ein Blühsträufer, okay? Können wir uns darauf einigen, dass es ein Blühsträufer ist für Bienen, dass die da nochmal richtig ordentlich... Ne? Das Übliche. Ich glaube, ab hier nimmt die Aufnahmesession eine andere Wendung an. So, wir werden hier noch ein paar Mal auf und ab müssen. Aber ich erhoffe mir, und es sieht wirklich alles danach aus, dass es eine sehr gute Ernte wird hier. Da könnten wir eigentlich mal, by the way, mal kurz rein luschern. Komm, gucken wir mal kurz rein, was wir hier an Ertrag einfahren aktuell. Precision Farming. So, hier müssen wir dann klar wieder ordentlich Hand anlegen. Ertrag. So, einerseits unterirdisch mit 85 bis 90%, aber auch 115%. Also unterm Strich werden wir wahrscheinlich bei 100% Ertrag rauskommen. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Ja, im Großen und Ganzen ist es okay. Also wir werden über die Runden kommen. Aktuell sehe ich positiv in die Zukunft, was unser Hof angeht. So, fahren wir mal schnell beim Hans drüber, der ist ja eh schon fertig. So, und dann müssen wir hier jetzt mal eine optimalere Breite ansetzen. Dass wir hier auch ein bisschen wirtschaftlich schaffen, sonst wird es nichts. Ein bisschen Schwund hat man ja immer. Das ist einfach so. Aber dass wir hier auf jeden Fall die Arbeitsbreite so gut wie möglich ausnutzen. Gut, ich würde mal sagen, ich mache das kurz fertig und dann sehen wir uns gleich. So, die Schwad ist soweit reingebracht. Ich habe gerade kurz den Schwader noch aufgeräumt. Ich habe mir vorgenommen, dass wir ja zum Beginn vom neuen Lehrjahr sozusagen dann mal unsere Gerätewartung mit auf den Ausbildungsplan nehmen. Waschen, reparieren, ne? Solche Geschichten. So, rein theoretisch müsste der Kollege hier drin sein. Denn wir brauchen jetzt logischerweise den Ladewagen. Da ist das gute Stück. Boah, da freue ich mich auch drauf. Das Ding gebaut, aber bisher noch nie in Verwendung gehabt. Kurzes Schluckkäffle. Bevor es losgeht. Grüße gehen raus an Harry mal wieder. Muss ich jedes Mal an den denken. Immer erstmal einen Schluck Kaffee, bevor es losgeht. So, was macht denn eigentlich das Wetter? Lass mal ganz kurz noch gucken. Sieht soweit ganz gut aus. Eiwandfrei, heute ist ein schöner Tag. Oktober, November und Dezember haben sie Schnee. Bis Januar minus gerade bis in Februar rein. Naja, kommen wir damit zu Streu. So, los geht's. Ich freue mich drauf.
Das ist eine Tätigkeit, die mag ich sehr, sehr gerne. Mit dem Ladewagen das Zeug reinholen. Oh, was machst du da? Machst du da weg? So, schalten wir die gute Möhre mal an. Jetzt muss ich nur aufpassen. Kann ich das Siliermittel, weil ich will es ja nicht silieren, sehe ich jetzt gerade. Kann ich das Siliermittel abschalten oder muss ich das rausnehmen? Ich mache mal hier Handbremse. Jetzt weiß ich nicht, ist das Steuerung I oder so? I. Wie kriege ich denn das Siliermittel wieder raus? Ja. Komm, wir parken mal kurz an Seite. Wie kriege ich das Siliermittel jetzt raus? Ich will es ja nicht silieren. Ladewagen haben wir auf jeden Fall angewählt. Pickup senken, Helfermenü. Kriege ich das etwa nicht raus? Hm. Na, ich guck mal kurz. So, da bin ich wieder. Ja, keine Ahnung, wie ich das Siliermittel rausbekomme. Ich habe mir jetzt über das Easy Dev Tool selber geholfen. Na, so transparent bin ich zu euch. Aber das muss doch irgendwie möglich sein, es abzuladen. Ich bin hier extra noch auf das Feld gefahren, weil ja erst kam, es ist hier nicht möglich. Und dann war es ja möglich. Allerdings war dann das Thema, dass es ja nur die Abladung ist. Ja, nicht für das Siliermittel. Naja, jetzt haben wir halt den Schritt gehen müssen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das irgendeinen Einfluss hat, im Positiven oder Negativen, keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, wie man das Siliermittel wieder rauskriegt, gerne in die Kommentare schreiben, damit ich auch hier in meiner Ausbildung das nächste Mal weiß, wie das Ding wieder rauskommt. Ich habe alles probiert, Steuerung I, I, R und dann war ich mit meinem Latein am Ende. Wenn wir das hier gleich wegnehmen, weil dann haben wir das Thema gegebenenfalls mit dem Gras schon mal erledigt, ne? Ah, der nimmt es gar nicht auf. Okay. Dann ist es auch okay. Ich muss nur darauf aufpassen, dass ich als allererstes Klee aufnehme. Wenn ich jetzt Gras als erstes aufnehme, nimmt er nur noch Gras auf. Ich schau heute wieder was los. Zum Sportheim wieder Bier gehe. Ja, das war jetzt anderthalb Bahnen. Da bin ich auch wieder eine Weile beschäftigt. Da kommt doch was gut rum. So, von oben kommt nichts. Mal hier öffnen. Hoi. Ich war gerade irgendwie in Gedanken. Die Glückszahl 5 und dann geht es rein in die Produktion. Eben frei. Ich muss unbedingt dran denken, die Triggermarkierungen, ne? Die lasse ich jedes Mal an, wo ich mir eine Map angucke. So.
Aber ich brauche die ja hier nicht. Da kommen jetzt Streuner mit. So, lass mal schauen, wie das aussieht. Wir haben hier Heu. Jetzt müssen wir... Den hier können wir deaktivieren. Dafür können wir Klee, Heu mit Hackschnitzel aktivieren. Und dann läuft es. Na, hier müsst ihr immer drauf achten. War mir am Anfang auch nicht bewusst. Hier seht ihr, was reinkommt. Na, zum Beispiel Klee oder Gras. Da dazu habt ihr hier das Pendant, was zur Heizung kommt. Hackschnitzel oder Stroh. Das hier kommt raus. Und das hier drüben ist nur eine allgemeine Übersicht, was alles rein kann und was alles rauskommt. War mir am Anfang auch nicht bewusst. Mittlerweile, auch hier, habe ich dazugelernt. Ja, so langsam aber sicher wird es was mit dem Kerle. So, auf geht's. Herrlich, wie der brüllt. Da druckt man so richtig schwer aufs Gas. Mit viel Lust druckt man da aufs Gas nicht. So, aufgepasst. Machen wir lieber ein bisschen weiter drin, sicher ist sicher. Schön hoch die Schwad, ne? Ich glaube, da brauche ich auch eine gute Einschätzung als Landwirt, damit die Schwad nicht zu hoch wird, dass das Zeug von mir aus nicht verstopft oder. Mit. Was soll der Gates? Und alles mitgenommen. So, wir sind ja jetzt bei der 36. Folge schon. Also die 50. Folge, das wäre dann schon so ein kleines Highlight für mich. Ich weiß gar nicht, ich muss mal selber durchschauen, wie lange ich es bisher ausgehalten habe. Ich bin mir gar nicht sicher. Vorsicht! Was meine größte Serie war, ich glaube, Adelhofen ist eine der längsten Projekte bei mir. Ich glaube, jetzt hier mit der Galgenburg kommen wir relativ nahe dran. Und dann ziehen wir noch schnell raus. Oh, das läuft wie geschmiert, hey, die war's geil. Zufrieden, wirklich zufrieden. Ablader, so der Rollerdrucker. Käffle, auf ihr Wohl. So, was kriegen wir denn da rein? Die 4500. Ich weiß nicht genau, wie weit die reichen. Aktiviert haben wir sie. Na, guck mal, das sind schon 40.000 Liter schon drin. Kommt ein bisschen was zusammen. So, dann das hier, Türe zu. Und los geht's. Ja, Freunde, die Folge ist leider schon wieder am Ende. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Aber es macht einfach unheimlich viel Spaß.
jetzt, wo wir so gut dabei sind und es aktuell, es fühlt sich richtig an. Wenn es euch gefallen hat, na, wisst ihr ja, liken, gerne liken, das hilft dem Algorithmus immer wieder. Und der Abo-Link kostet mir immer nichts. Nächstes Ziel, 25.000 würde ich sagen, oder? Wäre doch ein schönes Ziel. Ja, gehen wir es an. In dem Sinn wünsche ich euch eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Bis dann, euer Yogi. Ciao.